Hey Guys und Girls und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear, die Custom-Kampagne. Wir sind hier bei der Custom-Kampagne Hör angekommen und die hat extremst interessant angefangen, sehr geschichtlich auch angefangen, viele Notizen über uns hier erfahren. Wir scheinen wohl wirklich verrückt zu sein und haben wohl jemanden wirklich zu Tode gequält. Ja, und wir sind durch ein Gefängnis zuerst gelaufen. Und dann uns wahrscheinlich schon im ersten Albtraum uns befindet zu haben. Und jetzt sind wir hier in einer Art Höhle angekommen. Und vor uns ein See. Die letzte Notiz, die wir aufgehoben haben, war die hier. Und ja, wir werden jetzt mal weiterschauen, wie das hier weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, wie es weitergeht, aber auch gleichzeitig extrem angespannt. Und sehr nervös auf das, was kommen mag. So, wir gehen erstmal eine Runde planschen im schönen kalten Höhlenwasser. Das wäre jetzt was, oder? Gerade bei den heißen Bedingungen. Na gut. Ah, oh, okay. Guck mal, wir sterben nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr lange Unterwasserpassage. Gerade bei den. Das Ende. Was das Ende? Ich will nicht, dass es zu Ende ist. Hallo? Um meinen Satz schnell zu Ende zu sprechen, weil ich glaube, es passiert gleich was. Gerade bei den heißen Sommerbedingungen, die wir gerade draußen haben, wäre so ein Bad im kühlen Höhlenwasser nicht schlecht. So, wie jetzt das Ende? Ich will nicht, dass es zu Ende ist. Hallo? Hier verlangt, wenn ich gerade fragen darf. Was ist passiert? Warum sehe ich nichts mehr? Ich will aber nicht, dass es zu Ende ist. Hallo? Hä, oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Warum sagt es hier das Ende? Ich bin gerade extremst verwirrt, was es soll. Moment, wir sind gleich wieder da. Ich schaue mal kurz nach, was das zu bedeuten hat. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Guys und Girls, ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich bin gerade selber komplett verdattert. Also wirklich komplett verdattert. Das hier, das Ende, ist tatsächlich das Ende. Es geht hier nicht mehr weiter. Wir haben es geschafft. Krass, oder? Der Typ hat es also wahrscheinlich noch nicht mal geschafft, leider eine Endszene einzubauen. Aber ich muss sagen, das ist einfach mega die Enttäuschung. Ich meine, die Story war so interessant aufgebaut zuerst. Ich dachte so wirklich, okay, da kommt was Krasses irgendwie. Da kommt was auf uns zu. Und jetzt das hier? Einfach so? Aus dem Nichts? Einfach zu Ende? Das ist die erste Riesenenttäuschung der Custom-Kampagne bisher. Ey, richtig, richtig schade. Also, das war so gut gemacht, fand ich. Und jetzt muss es so abrupt enden. Das finde ich schon extremst enttäuschend. Das war so. Es hätte wirklich. Es hat wirklich auf was Gutes hinauslaufen können, aber. Dass es jetzt einfach so endet? Ja, mega enttäuschend. Mega enttäuschend. Naja, aber ein Grid Gamer muss weiterhin das tun, was er machen muss. Ihr dürft mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass es jetzt hier einfach zu Ende ist. Aus dem Nichts. Ich muss sagen, eigentlich war die Custom-Kampagne richtig geil gemacht. Es hatte eine Erzählweise. Es hatte ein schönes Level-Design. Es war eigentlich alles da. Aber dass es halt sofort endet, so Cliffhanger-mäßig, aus dem Nichts. Das finde ich halt krass. Und schade halt. Weil es hätte echt eine verdammt gute Custom-Kampagne werden können, aber.
So muss ich dem Ding nur eine 2 von 10 Punkten geben. Ganz ehrlich. 1 von 10 Punkte, wenn es halt wirklich auch schlecht gemacht wäre. Aber es war ja gutes Level-Design da, es war eine Story dabei, die aber halt auch plötzlich abrupt geendet hat. Deswegen, ja, ich gebe jetzt 2,5 von 10 Punkten. Das ist halt echt mega enttäuschend. Oh Mann, ey, das ist so schade. Und das nimmt jetzt auch das ganze epische Intro weg, was ich letztens gemacht habe. Okay, Leute, folgendes. Wir haben jetzt noch viel Aufnahmezeit da. Das heißt, wir machen jetzt mal folgendes. Das kommt jetzt natürlich alles sehr unerwartet, aber die Demos wollte ich ja nicht mitnehmen. Aber jetzt, da wir Zeit haben, nehme ich die jetzt halt doch mit und zock mal jetzt mal hier eine Demo an. Ich kann nichts dazu. Also, dann schauen wir uns mal von dem lieben Areska Isolation noch an. Was? Okay, der Typ hat keine Ahnung vom Synchronsprechen. Mega schlechtes Headset, das kann ja selbst ich besser. Der hat irgendwas gesagt. Eine verdammt gute Frage. Ja, das ist eine verdammt gute Frage, warum der Typ kein gescheites Headset kaufen konnte. Egal. Leute, ist nur eine Demo. Da dürfen wir jetzt mal nicht allzu viel erwarten. So. Isolation heißt diese Demo. Und wie wir es von Demos wissen, sind diese natürlich bei weitem nicht fertig. Aber auch hier wieder direkt positiv anzumerken, die Location. Wir sind auf einem Art Bauernhof. Irgendwie auch cool, finde ich. Also ich muss schon sagen, auch wenn die Custom-Kampagnen. Wer hat denn das hier gebaut? Da passt ja nur ein Kind durch und kein Erwachsener. Ich muss sagen, auch wenn einige Custom-Kampagnen bisher sehr enttäuschend waren. Die letzte nur, meine ich jetzt. Also nicht alle waren enttäuschend, sondern jetzt nur die hier. Ein paar zu viel unsichtbare Wände gibt es für mich hier. Und das ist einfach komplett abgesperrtes Haus, okay. Muss ich sagen, die Ortschaften, die sie sich einfallen lassen, sind sehr gut. Die gefallen mir, doch. Oh Gott, okay. Ha, das ist ja witzig angeordnet hier, dir. Seltsam, dass es hier ist, aber ich kann hier wieder mich an alles erinnern, ja. Zock mir halt mal die Demo an. Ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, dass ich irgendwie noch die Folge gefüllt kriege. Das war gerade richtig gruselig, gerade einfach so. Waldgeräusche. Aha. Hier ist etwas. Oh fuck. Yeah, whoa. Get the fuck off me. Oh, der ist sogar ernst nehmen hier. Anders wie der Synchronsprecher. Das ist ja eine Lachnummer. Okay. Was ist jetzt los? Na gut, Horror ist so ein bisschen da. Aber die Synchronisation ist komplett für den Arsch. Entschuldigung, wenn ich da jetzt so harsch bin, aber das muss jetzt. Da muss harte Kritik her. I'm sorry. Ja, aber wie gesagt, die Ortschaft ist echt nicht schlecht. Das ist schon gut. Aber die ganzen unsichtbaren Wände regen auf. Was ist denn los, Fritzchen? Wieder mal zu wenig Pasta gegessen, oder wie? Guck dich mal an, wie du schon wieder aussiehst. Aber wer kommt denn da noch im Hintergrund an? Ich glaube, ich sollte eigentlich nicht bekämpfen. Wisst ihr was? Ich gehe. Okay. Uncool. Das sind ein paar. Ah! Nein! Ich stecke fest. Kommt mich aber nochmal lospacken. Oh. Was ist denn hier los? Ich habe nur meine Kurve verletzt, mir Glitschko-Faust, mehr habe ich nicht. Da geht's nicht rein. Ich hoffe, da geht's rein. Bitte. Nein! Auch nicht. Okay, dann das Gitter. Komm, lass es das Gitter sein. Nee, auch nichts. Okay, dann laufen wir jetzt hier entspannt weiter. Oh, hi. Au! Voll erwischt. Okay. Wir probieren das noch einmal. Und
Ich übernehme mal kurz die Synchronisation. Moment. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck you. Oh shit. Oh. Get the fuck off me. Oh my god. Where the hell did you come from? What up? What the hell are you? Get away from me. Oh my god, you are so scary. Holy shit. What is going on right now? Oh my god. War das schon besser? Kommt, ehrliches Feedback. So. Let's try that again, würde ich mal sagen. Und dieses Mal versuche ich mein Glück mit dem linken Weg. Hallo Fritzchen, hallo Dofian. Könnt ihr mir mal einen Wegausweiser geben? Das wäre sehr freundlich von euch. Ja, komm, schlagt. Genau, schlagt euch selber. Komm, schlagt euch. Schlagt euch. Jawohl. Los, Fritzchen Party. Let's get the party started. And everyone is... Nee, wie ging's nochmal? Jawohl. Danke dir, Fritzchen. Du bist echt immer ein netter Typ. Weißt du das? Du hilfst mir immer zu viel. So. Das sind schon mal zwei weniger. And everybody's jumping. Irgendwie so. Ich habe die Lyrics schon wieder vergessen. Wow, wow. So, da ist der Große. Vielleicht auch an dem vorbei. Hier muss doch irgendwo ein Weg sein, wo es reingeht. Verdammt nochmal. Cool, ich habe zwei Magazine gefunden. Jetzt muss ich noch die dazugehörige Pistole finden. Ich habe einen Schleichweg gefunden. Hallo, Madame. Madame Toussaint, bist du es? Nee? Schade. Hier ist alles zugekettet. Okay. Hier ist eine Art Garage. Ja. Alles interessant hier. Ich gehe mal kurz auf Stadttour. So, hier bin ich auch schon lang gegangen. Hier war eine... Nicht eine Fahrerwand, sondern hier ist eine Spritze, die mir aber nicht weiter... Auch, Mann. Mensch, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Die sind immer so unfreundlich zu mir. Was fällt denen ein? Oh. Anscheinend hat sie... Doch, sie hat noch so teilweise Interesse an mir. Da oben sehe ich auch noch was. Vielleicht sehe ich da irgendwo was hin. Aha. 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 Ah ja. Ah ja. Aha. Muss ich da rein? Es ist blöd, dass es nirgendwo einen Speicherpunkt oder sowas gibt. Ich gehe da jetzt rein. Hier schwebt irgendwas in der Luft. Oh oh. Ah. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Ah, da geht's lang. Okay, krass, krass, krass. Oh, der Weg wird immer schmäler und jetzt? Ach, du willst mich verarschen? Es gab schon Ewigkeiten keinen Speicherpunkt mehr, Freundchen. Wow. Was zur Hölle ist das denn, ey? Hei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 . Und tot. Lieber Herr, wie hieß der nochmal? Areska oder so? Bauen Sie ein paar Speicherpunkte mehr ein. So, jetzt muss ich schon wirklich die Synchronisation übernehmen, so. Oh, why the hell is this? Oh my god, where is this coming from? Ah, get away, get away! Oh my god! God damn it! So, punchy punchy auf dein Maul! Ohne Schaden. Ohne Schaden. Fortschritte. Wir machen Fortschritte. okay. So, jetzt weiß ich schon mal, wo es lang geht. Und ich glaube, ich weiß auch, wo Municlips waren. Wo waren das nochmal? Das war hier und dann links, ne? Hallo Fritzchen. Schön, dich kennenzulernen. Ach man, die Fritzchens der Welt sind immer so anhänglich. Das kotzt mich schon gleich dezent an. Genau, hier waren die Municlips. Möchte ich mitnehmen. Oh, hier ist auch eine Tür, aber... Aua! Mann!
Fritzchen. Mensch, beruhig dich mal. Junge. Ja, ist gut. So, hallo Madame Tussaud, wie geht's Ihnen? Ja, schön, ne? Schöner Tag ist es heute. Kein Wunder, dass ihr euch erst nachts blicken lässt, weil es so heiß draußen tagsüber ist. Da kann ich verstehen, dass ihr nur nachts über aufkreuzen wollt. Würde ich auch gerne tun, glaubt's mir. Okay, und dann ab dafür und rein damit. Mitten in die Geschrei hinein. Ach, hier ist es. Ich hasse mich manchmal. Aber wie hat er das auch dran passiert? Oh, hier ist ein Messer. Geil. Das ist meine Verteidigungswaffe hier am Start, ey. Wird Zeit. Okay. Nee, halt. Ich brauche die Laterne, um es sehen zu können. So. Das heißt, wir können jetzt failen. Juhu! Vielleicht stelle ich mich ja trotzdem gut an. Nee. Der Sprung ist aber auch echt schwer, muss man sagen. Aha, ein schulischer Albtraum. Ja, die hat man sowieso ganz oft. Halt, Messer. Das werde ich safe noch irgendwann übersehen. Warte ab. Wartet ab, Leute. Das Messer, das werde ich noch übersehen. So. Okay, dann ab dafür und... Oh Gott, ey. Dann rutscht das weit ab. Okay, jetzt habe ich da... Oh Gott, ey, diese Rollen. Ich weiß nicht, ob die mich sofort töten. Ja, sie machen mir Schaden. Ja, hallo, geht's jetzt hier weiter? Hilfe? Geht's hier weiter? Boah, Hilfe, man rutscht so ab, ey. Das schreckt mich immer wieder. Are you kidding me? Okay, ich glaube, das ist eine gute Frage, die ich habe, oder? Mit dem, wo geht's hier weiter? Geht's halt hier über links rechts weiter lang oder so? Also man merkt, hier war kein Profi dran, aber es ist ja trotzdem, es hat immer ein bisschen was zu bieten. Auf dem... Ah, da unten sehe ich was. Da unten sehe ich was. Moment. Da unten habe ich jetzt auch nichts gesehen. Okay, Geronimo! Woohoo! Wow. Okay, das war... Muss ich zugeben, ein cooler Sprung. Und jetzt gibt es endlich unsere verdiente Waffe. So. Ah, ich sehe schon auch, was das hier hinausläuft. Okay, ich glaube, das hat jetzt nichts gebracht. Alter, das ist aber schon eklig gemacht. So, okay. So, da ich ja jetzt eh umsonst geschossen habe. Oh, doch nicht. Okay, nachladen. Boah, sogar der Boden spiegelt sich hier. Okay, ganz gut gemacht. Komm, jetzt geht drauf hier. Gut. Ich weiß gerade nicht, wo ich mein Switchblade gepackt habe. Ah, da ist es ja. Ah, du bist mir ganz schön nah, Großer, weißt du das? Du bist mir ein Stückchen zu nah, da gehe ich auf Sicherheit und pack die Pistole aus. Muss gut zielen. Komm, schnell ändern. Oh, zustechen, zustechen, los. Er hat keine Lebensanzeige. Da muss es irgendwie per Gefühl gehen.
Scheiße, warum lag ich da? Warum mache ich den Fehler? Da kommt nochmal. Okay. Okay, jetzt geht der Part voll schnell. Aber umso besser. Komm, jetzt geh mal drauf, du Hund. Oder bist du unbesiegbar? Hm? Mein Nagelkopf. Hast du dir eine neue Frisur einfallen lassen, oder wie? Ich muss aber sagen, die gefällt mir nicht so gut. Ich habe was dagegen. Also der Glitzimus hat was dagegen. Wie steht ihr dazu? Leute, sagt mal in den Kommentaren, wie ihr die Frisur von dem Typen findet. End of the Demo! Wir haben es geschafft, Leute. Okay. Kann diese Musik aufhören? Die nervt mich jetzt langsam. Musik, Ende. Jetzt! Okay, ich gehe einfach ins Menü. Wir haben die Demo durchgespielt. So, das war jetzt Ersatz für Her. Ja, natürlich eine sehr komische Custom-Kampagne, wenn man es als solches anerkennen kann, aber gut. War ja nur eine Demo. Arisaka, trotzdem, Props an dich. Du hast sehr interessante Locations auf jeden Fall aufgestellt. Kauf dir ein besseres Headset. Ich bin schon gemein, oder? Naja, egal, so. Kauf dir ein besseres Headset, Jungchen. mach ein bisschen übersichtlichere Maps. Aber an für sich, ja, war jetzt ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Sagen wir mal 4 von 10 Punkten. Es hatte ein bisschen mehr zu bieten als Hören, das hat schon was zu bedeuten. Aber es war ein bisschen komisch aufgebaut. Aber wie gesagt, selbst hier muss ich sagen, ja stimmt, es war auch hier wieder keine Rätseleinlagen eingebaut. Es war einfach nur pures Durchlatschen, mehr oder weniger. Dann gebe ich 3 von 10 Punkten. So, Kritik muss sein. Ja, Leute, ich glaube, das hier war so ziemlich der komischste Part Cry of Fear überhaupt. Ich hoffe, dass Hotel Terror eine deutliche bessere Custom-Kampagne wird. Weil ich muss jetzt sagen, Her war schon eine sehr große Enttäuschung. Einfach, hier, Ende und tschüss. Da hoffe ich, dass der Rest besser wird. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Ich hoffe trotzdem, wir haben die Zeit gut rumgebracht. Habe ich doch noch eine der Demos gezeigt. Danke dafür, Arisaka. Danke auch an Lockdown. Ja, man muss trotzdem dankend sein. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich auch bei euch, liebe Zuschauer, Guys und Girls, fürs Zuschauen, fürs Angucken und eventuell für Kommentare, die kommen. Mal schauen. Ja, jetzt ist meine Freude natürlich so ein bisschen getrübt durch diese Kassenkampagne. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sowas nochmal kommen könnte. Ich hoffe nicht. Lasst uns hoffen, dass Hotel Terror besser wird als Her. Das war so ziemlich bisschen die schlechteste Kassenkampagne. Ihr dürft natürlich auch gerne abstimmen, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder in einer neuen Folge Cry of Fear. Bis dann und ciao!